Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown. Erlos. Ich habe mich gerade so nach links gedreht und dachte mir, hä, wo bist du? Warum spawnst du hier nicht? Weil du immer irgendwie links spawnst normalerweise. Ja, ich habe mich auch nach rechts gedreht. So, jetzt folgendes. Machen wir mal ein paar Hinweise beim Assassinen und dann gehen wir ins zweite Gebiet. Oder magst du einen Assassinen? Einfach... Ja, komm, geh mal erstmal straight nach vorne. Ersten Assassinen-Hinweis. Startruckler. Startruckler. Also ich muss hier erstmal checken. 3, okay, 3 ist Schlagring. 1, ich hab da hier ein bisschen. Ja, da ist ja gleich der Hinweis davon. Nein. Ah ja, gleich. Auch so eine Sache. Irgendwie. Hier haben wir noch nie gestartet, glaube ich. Na, das ist sehr selten, wenn dann. Gut, da wird schon mal wieder fett rumgeschossen. Mm. Oh, fuck. Messer. Ich habe kein Messer. Wurfmesser. Ach so, ist die Frau oder wie? Ja, aber die läuft gerade richtig bekloppt. Wo ist die denn? Da oben steht. Warte kurz. Soll ich sie jetzt aber mal hinzielen? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war voll doof, du kannst es nicht abbrechen, wenn du da einmal. Ach! Eh. Vielleicht, so. Vielleicht Waffe wechseln? Ja, das stimmt, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. So, Das hat schon mal gut funktioniert. Die Wurfmesser haben sich schon mal ausgezahlt. Sehr lustig, auch das andere Gebiet hat sich eingegrenzt. Was? So sieht es zumindest aus. Nee, gar nicht irgendwie. Gut, und dann gehen wir jetzt einfach da weiter, würde ich sagen. Dann sind wir nochmal beim zweiten Abziehen hin, was? Ja. Da kommen wir nicht. Oh! Ach so, ich habe schon ein Item. Ich habe Items voll. Nein, da ist noch ein Item. Was habe ich? Dynamitbündel! Geil! So, also eher da lang? Ja, genau. Schritt. Ah ja. Alles erinnere ich mich, da haben wir schon mal gekämpft gegen andere Leute. Auf diesem Hügel. Dass die da die Raben nicht auslösen, das verstehe ich nicht. Manchmal bist du ewig zu weit weg und die lösen aus und da bist du direkt daneben, die lösen nicht aus. Aber ja, du hast recht, hier haben wir schon mal gekämpft. Weil wir haben es voll verkackt, das weiß ich. Die Gegner haben es auch noch mehr verkackt. Ganz schön nervös wieder irgendwie. Ja. Ich fühle mich auch gerade so halb beobachtet. Und ich weiß immer nur noch nicht. Oh, das ist ein Spieler! Ich seh's. Ziel. Scheiße. Hab einen getroffen. Ja. Scheiße, ich schieß ganz daneben. Hä, das sind ja drei Spieler. Das sind mehrere! Die kämpfen gegeneinander. LOL. Hab einen. Hat getroffen. Weiß ich, keine Ahnung. LOL. Einer ist nach links gelaufen. Ja. Vorsicht hinter uns. Boah, Alter. Der andere ist so ein bisschen weg. Alter, ich hab zu oft daneben. Da, ich seh. Markieren. Wo ist er denn? Danke. Ein Monster läuft zu ihm hin. Müssen aber auch noch aufpassen, da hinten war noch einer. Oh Gott. Hey, der ist weg. Scheiße, oder? Ich hab so oft daneben. Ich hab extra versucht, ein bisschen zu zielen, aber ich hab's nicht geschafft. Wieso also, treffe ich Spieler nicht? Ich hab zweimal getroffen, aber leider keinen gekillt, glaube ich. Lol, wo läufst du hin? Ah, lässt du mich allein? Alter, ich. Wo ist der hin? Willst du mich verarschen? Lass mich doch nicht alleine. Hallo, wo ist der hin? Weiß ich nicht. Komm zurück, du. Ist vielleicht so nach links gelaufen oder wie, so? Wie kann der einfach verschwinden? Das verstehe ich auch nicht. Hä? Das waren jetzt drei oder vier Spieler? Müssen. Das waren drei, vier Spieler. Ich weiß nicht, ob ich den eins gekillt habe oder ob wir beide geschossen haben und der andere ihn dann gekillt hat. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das einer von denen ist bestimmt verreckt. Ich glaube, ich habe zwei leider. Das Monster ist irgendwie jetzt auch nicht mehr aufgeschreckt. Ich verstehe nicht, wo der Typ hin ist. Das ist kein Verständnis. Gibt's doch nicht. Wasser? Wasser? Nein. Das
könnte schon. Ja, aber vielleicht ist ja, weil er in der Nähe ist. Weil das ist schon. Boah, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ja, vor allem scheiße, ich weiß gerade nicht, welche Richtung ich abziehen soll. Wow, was ist das noch hier? Boah, so viele, Alter, in einem Fleck. Wo bist denn du eigentlich? Ich gehe auch mal zurück, ne? Jetzt waren die eigentlich voll im Vorteil, auch mit unseren beiden Waffen, ey. Oh Mann, das nervt mich so. Ich hab und dann haben wir keinen Kill gemacht, ey. Ich fressen die. Ah, fünfmal daneben geschossen, oder viermal, ey. Ich fass es nicht. Ich hätte länger zielen müssen. Ich hätte noch länger zielen müssen. Vor allem, da waren noch andere Spiele, die haben eh schon gekämpft. Ja. Cool, weil sie sich auch so bewegt haben, ne? Ah, ja, ich wollte unbedingt einen Headshot machen. Und das war halt, weil sie sich scheiß bewegt haben, einfach echt schwer. Wollen wir vielleicht langsam zu dieser Leiche? Da, welche Leiche denn? Ja, einer ist umgeflogen. Habe ich den gekillt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich habe drauf geschossen, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gekillt. Mir ist suspekt, dass der, gegen den wir gerade gekämpft haben, noch links, dass der einfach, der war einfach weg. Oh, Moment. Was? Nee, das ist ein. Ich habe hier gerade eventuell was gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Monster war oder eher. Kann auch gut sein, dass sie sich im Busch oder so ein Stückchen verstecken, ne? Schüsse nochmal? Kommen wir eher links, oder? Da war doch irgendwas gerade, oder? Blöd. Es kann doch nicht sein, dass die einfach wie vom Erdboden verschluckt einfach. Oh, Alter, hast du mich gerade erschrocken? Weg sind. Boah, fuck, ich hätte dich jetzt beinahe erschossen. Holy shit. Okay, die sind entweder auch weggelaufen oder die campen jetzt irgendwo bei der Leiche eventuell. Ich habe aber fast die erste, dass die einfach nur weggelaufen sind, dass sie hier waren, einfach zurückgelaufen ist, so wie wir ungefähr. Ah, dass er das hinbekommen hat. Aber ich will eigentlich jetzt nicht durch das Wasser warten, weißt du? Hä? Ja, lol. Die haben schon längst den Meuchler gekillt, ja. Lol, das ist ihm jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, dann werden das die auch. Das ist wieder so eine ultra komische Runde, ne? Die anderen finden gleich den Meuchler, dann... Gehen wir mal vor. Teams. Dann müssen die ja eigentlich... Boah, Alter, ich mag da nicht hoch. Sollen wir da hinten hochgehen? Ja. Hier wäre der Hinweis gewesen. Da ist ein Hinweis. War. Ich laufe mal wieder mit einer Pistole rum. Ne, ich laufe auch gerade mit der Pistole rum. Aber die ist sich so nah aneinander waren, dass sie schon Nahkampf gemacht haben, ne? Aber ja. Ich habe nur drei gesehen und nicht vier, das ist das. Ja, genau, es ist, kann sein, dass hier eine alleine war. Hier müsste doch die Leiche dann tödlich sein. Irgendwo hier, ja. Ungefähr hier. Ja, irgendwie liegt hier keine Leiche. Das ist komisch. Vielleicht haben sie einen gekillt, die haben weiter und keine Ahnung. Aber die haben doch einen Nahkampf gemacht, das muss ja hier irgendwo sein, oder? Ja, der müsste hier normalerweise liegen. Vielleicht ist es doch nicht verreckt. Hat das so ausgeschaut? Oder er wurde irgendwie wiederbelebt. Eben, da habe ich immer ein bisschen. Hey, ist irgendwie gerade. Wir sollten jetzt nicht die Leiche suchen, das ist doch Bullshit. Wir gehen jetzt hoch ins schlechte Gebiet. Ende. Meine andere Hauptwaffe nachgeladen, ja. Und ich kann doch öfter hintereinander schießen, aber ich muss doch nicht nach jedem Schuss nachladen. Bisschen Angst um unseren Rücken. Und ah, das nervt mich, dass ich diese Situation so. Boah, weil ich habe halt jetzt echt die perfekte Waffe für den Fernkampf. Wir waren richtig gut. Hätten wir jetzt zwei Headshots reingedrückt oder sowas und hättest du einen wenigstens getroffen, dann wäre der 100% die Brust erwischt, dann wäre es ja schon ausreichend gewesen. Aber da denke ich mir schon, ne, meine Waffe macht auf Fernkampf normale 136 Schaden. Denke mir, what the fuck, warum sind die eigentlich nicht One-Hit, wenn ich da schieße? Und vor allem, der muss ja auch irgendwo Schaden bekommen haben von den anderen, der geschlagen hat. Ja. Ich verstehe das einfach nicht. Ich muss kurz kratzen. Ich bin so nervös durch den Kampf. Oh ne, da. Frau um. Ich gehe wieder in den Wald rein. Ja. Oh mein Gott. Monster. Lauf.
Bitte hört einfach auf, uns zu verfolgen. Danke. Warte, ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Das ist wieder so eine Tante. Okay. Von mich könnte mir eigentlich gut vorstellen, dass die eigentlich gehofft haben, dass wir irgendwo vorbeilaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwo hocken im Wald oder so und hoffen, dass wir vorbeilaufen. Aber wir haben schon einen guten Umweg gemacht. Also, sind wir schon lange vorbei. Aber ich habe halt jetzt ganz so Angst, weil die sind alle so in der Nähe. Und dass die anderen gleich gefunden hatten. Die waren das ist wieder eine richtig urige Runde, ey. Das ist wieder so eine Speedrunde irgendwie. Wo man einfach alles wieder zusammen. Oh nee, das ist wieder so eine Tante. Ja, die kann ich ja mit den Wurfmessern wegmachen, wenn da keine anderen Spieler kommen. Oh, die Hühner, ey. Ah, daneben. Daneben. Sag mal. Jetzt. Das hat aber irgendwie gedauert, ey. Jetzt nehme ich aber wieder mal in den Fernkampf. Die Fenster abchecken. Oh nein, nicht Mann, ey. Da wären wir wieder beim Thema. Ja, ja, da haben wir wegen Thema, da haben wir vorhin im Menü noch ein bisschen gequatscht, wegen Steuerung und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach hier warten, weil die wissen, dass wir hierher gehen werden. Dass sie erst so beim Hinweis warten. Das wäre dann auch nicht blöd, ne? Ich bin so nervös, ich gehe die ganze Zeit hin und her und ich traue mich nicht stehen zu bleiben und ich traue mich gar nicht so richtig voranzugehen. Und am Haus immer schön schauen. Aber da ich keine Leichen sehe, weißt du, ist das die Frage so. Achso, ich meine jetzt Viecherleichen. Ja. Das ist das, also. Das ist wie keine so toten Tante. Monster. Ja, gut, aber die spawnen ja eigentlich auch, oder? Ja, aber wie schnell, ne? Die wären ja eigentlich kurz vor uns. Da können wir nicht lang gehen. Alter, ich glaube, die kämpfen auch schon gegen den Schlechter. Und schnell. Ich hol noch schnell den Hinweis. Ah, der ist so rum. Ach, shit. Ach, fuck. Alter, das ist eine richtige. Ja, wir kommen gerade gar nicht hinterher irgendwie. Nee, die spielen echt viel zu schnell. Genau das Gegenteil wie sonst immer, ne? Ja. So bist du nicht verrückt. Oh Gott! Ja. Denk an ein Bajonett vorne drauf. Ah ja, stimmt. Mit einem Bajonett kannst du so gepanzert auch mit zweimal killen. Nicht dreimal wie beim Messer. Vorsicht hinter dir. Das ist nochmal kleine Füße. Musst du machen, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt irgendwie. Aber dass der nicht gekämpft hat, das wundert mich auch wie Kacke. Gehen. Bei dem Fenster habe ich ein bisschen Angst. Dass der nicht gekämpft hat, das wundert mich so hart eigentlich. Ja gut, wir müssen. Was machen die anderen? Die sind gleich so beim Ausgang, oder? Hä, die sind ja schon längst draußen. Hä? Wo sind denn die? Die sind ja unter uns. Achso, die gehen zum anderen Ausgang wahrscheinlich. Dann könnten wir die abfangen, wenn wir gut sind. So runterrennen oder wir gehen. Nee, mal, nee das, komm, das schaffen wir nicht mehr. Gehen. Nee, die sind viel schneller. Ja, zum Schlechter. Boah, was ist das? Müssen wir über die Brücke. Hey, die kämpfen gegen andere und laufen einfach straight zum gefühlt. Ja, oder die anderen schießen hinterher, während die wegrennen. Feuertypi. Feuerteufel. Ja. Scheiß drauf. Ja, wollen wir die jetzt pushen? Ah, ich habe so ein schlechtes Gefühl in der Runde. Ich habe jetzt auch gerade, weil dadurch, dass du jetzt schon so ein AM verkackt hast, bei mir sind sie nicht gestorben. Die Schnelligkeit des Spiels traue ich mir nicht. Am liebsten würde ich einfach nur rausgehen. Ja. Weil es halt das Level. Ja, gut, 22. Aber ich habe halt eine schöne Waffe. Ich halt Nerven. Die Level hast du fast in jedem. Nein. In jedem nur dreimal. Ausrüstung. Dreimal. Was für ein Pisser. Hey, wo ist der denn, Alter? Wo ist der denn? Wir müssen dann hier durch. Ja. Oh
Gott. Wir kommen da eh nicht mehr pünktlich hin irgendwie. Nee, gar nicht. Keine Chance. Also pushen können wir die sowieso nicht. Sehen tun sie uns sowieso. Eigentlich wäre es doch klüger, wenn wir beim nächsten Ausgang warten. Das wäre eigentlich rechts oben fast. Ja, die laufen wieder zum anderen Ausgang. Ja, das denke ich ja. Die laufen immer dahin, wo wir nicht sind. Oh, stimmt. Nein. Was? Andere Spieler oder was? Nee, da. So, ja, Frau. Ja. Sind da zwei? Nee. Doch, das sind zwei. Oh, shit. Oh, no. Und oh, scheiße. Warte, warte, warte. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Ach, Gott sei Dank. Oh, die Mäste sind Gold wert, ja. Okay, sie haben es aufgenommen. Ah, die sind da drin. Da kennen wir uns eigentlich gut. Ach, scheiße. Da hätten wir uns gut ausgekannt da drin. Nee, Welt, halt, das ist der Bahnhof. Ah, fuck. Nein, wir müssen ein bisschen auf. Wir sind ja schon da. Lol. Sind die noch drin? Ja, die sind noch da. Achso, der Turm. Ja gut, jetzt können sie entweder in unsere Richtung, das, da könnte man jetzt hier bleiben und die abfangen, wenn wir Glück haben, oder die gehen runter. Aber da könnte man auch versuchen, hinterher zu rennen. Aber es sieht eh aus. Das hat nur einer genommen. Erstmal hat es nur einer genommen und der läuft. Oh, der ist ja schon hinter uns. Lol, der ist hinter uns. Was? Hä? Hä, wie geht denn das? Hä? Ja, da hinten läuft er. Wohl, Ja, das Maisfeld. Maisfeld, da ist er. Hab ihn getroffen. Er heilt sich gerade 100 pro 8 und der ist immer noch irgendwo im Maisfeld, glaube ich. Da hinten. Wow. Hab ihn. Bin der tot. Ist tot. Er ist tot. Ich bin auch tot. Lol, er hat mich mit einer Windfiel gekillt. Ich habe ihn nicht gesehen. Hoffe ich zumindest. Nein, da lebt er noch! Da ist noch 5 Schuss. Wo ist der denn? Da, da im Busch. Links neben. Da. Oh, Scheiße. Nee, tu nicht. Ah! Nein, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht! Nein! Nein! Das gibt's nicht, dass wir gegen einen verlieren, ey. Da, da ist er doch! Muss nachladen! Muss nachladen! Oh, fuck. Versuch dich zu heilen oder sowas. Denk dran, dass du auch Bajonett hast. Warum hat es so wenig Gehalt? Lol, wieso? Dass wir es nicht schaffen gegen einen, das ist so traurig eigentlich. Er läuft weg, er läuft weg. Er läuft weg. Ich heile dich lieber. Also auf der Karte. Ja, er läuft zum Ausgang. Ja, da heile ich dich aber lieber. Fuck! Ja, ich war jetzt so im Pushen irgendwie, Mann. Ja, das Pushen, das war echt kacke. Ich hab ihn. Aber wir können trotzdem noch erwischen, theoretisch. Wo ist er denn? Der ist trotzdem noch vor uns. Hä, der muss genau hier sein, Achtung! Ja. Ich kann ein bisschen verwirrend, ich gehe mal zurück ins Maisfeld. Da! Lol, der ist direkt neben dir! Oh, ist tot. LOL. Der hat uns das Ganze beobachtet. LOL. Entweder hat uns getrollt jetzt, oder? Ich glaube, der wollte uns trollen und dann... Moment, ich schau mal kurz. Oh, da! Oh! Was? Da, im Eisfeld da, war rot. Im Eisfeld war rot. Was ist da wer? Ja. Aber wir müssen trotzdem noch zu anderen Trophäe jetzt. Zu anderen Trophäe? Was? Wieso? Ich schon. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Zwei! Hier und hier.
Shit, aber da können wir uns nicht verteidigen. Ich muss auch kurz gucken, damit ich es weiß. Hey, da ist doch gar nichts. Bei mir zeigt sogar nichts an. Du hast doch überhaupt keine Sicht, oder? Ah ja, stimmt. Ich voll Idiot. Scheiße, ich habe aber nur noch 3 Sichten. Theoretisch müssten wir jetzt noch zurückgehen, ne? Und noch die andere Trophäe holen. Für dich. Da! Der ist über die Straße gelaufen. Da! Hab einen! Glaube ich, also getroffen habe ich zumindest einen. Hunde und. Schütz mich kurz. Beschütz dich kurz. Oh, leck. Das können die jetzt aus. Achtung, Hund! Wow, fuck! Das nutzt es natürlich gerade aus. Kannst du dich heilen? Ich war fast tot. Schau du dahin und ich schau hierher schnell. Ich muss mich heilen. Achtung, da kommen sie! Ah ne, doch nicht. Oh, Alter, der Schatten, ey. Warte, ich schau kurz. Die sind beide noch da hinten. Ich muss kurz nachladen. Ich habe keine Muni mehr, ne? Bei beiden Waffen? Naja, bei der Pistole habe ich schon noch Muni, aber... Crap. Oh, Alter, dieses Viech! Okay. Oder schaust du hier und ich dabei? Ich sehe sie da eher normal. Dann schaust du hier und ich sehe da. Ja. Also die haben da Brand hingeschmissen? Ich glaube, das war ein Fass. Oder Fass, ja. Alter, ich hab den wieder getroffen. Aber nicht gekillt. Irgendwie wäre das ein Hatcher, bin ich mir so safe. Vielleicht haben wir ja auch einen gekillt und dann wiederbelebt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Klar, wir haben dagegen die 4 gekämpft. Alter, wir kämpfen gar nicht schlecht, aber die sind so aggressiv da. Dass die jetzt da waren. Da hatten wir richtig Glück, dass die uns nicht erwischt haben, ey. Ja. Welche Schritte? Ich glaube, es ist Feuer, ne? Wenn die hier eine Blend reinschmeißen, wir sind so am Arsch, ey. Ich weiß nicht, bringt es was, irgendwie gegen die Mauer zu schauen oder was? Was gegen die Mauer, was? Ja, wenn man nicht reinschaut in die Granate. Aber es hat nee, in dem weiß, Spiel gar nicht so viel gebracht, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt klug ist, dass wir uns verschanzen, ey. Ich weiß auch nicht. Warte, ich schau nochmal kurz. Zu nervös. Ich sehe gerade nur noch ein rotes und der war immer noch da hinten. Dann wird der andere vielleicht auch rennen wollen. Ich hab den anderen gerade gesehen, vielleicht. Keine Ahnung. Ah, wir sollten eventuell nicht campen. Nee, ich weiß auch nicht. Da lang laufen. Vielleicht runter zum Ausgang? Richtung du, runter? Du hast. Ja, wir müssen eigentlich noch die andere. Ja, ich weiß. Aber da, wenn wir in diesem anderen Haus wären, da ist bestimmt Munition und sowas, wo der Boss war und sowas. Wenn wir da vielleicht hinkommen. Da hinten sehe ich eine Munikiste. Ja, nee, das ist blöd, glaube ich. Glaubst du, wir schaffen... Aber ich habe nur noch eine Sicht, ne? Also das ist... Ja, behalt die mal. Für die Hauptwaffe hast du überhaupt keine Muni mehr? Nee. Ja, das ist aber blöd, wenn man dann eher auf Entfernung kann. Also wir müssten dann echt... Ja, die Bornhelm ist ja relativ genau, also die ist ja... Ja, gut. Boah, ich bin gerade so nervös, ey. Ich humpel hier überall, ey. Ich wackel mit dem ganzen Körper. Eigentlich muss ich mich beruhigen. Warte, welche Waffen habe ich noch dabei? Ich habe noch Brandbomben. Alter, ich habe noch so viele Bomben. Ja, schmeiß doch da, wenn du ungefähr weißt. Ja, gut, jetzt würde ich nicht gucken. Du kannst ja durchschmeißen. Hier. Nee, die sind immer noch da hinten, wo sie eigentlich ganz. Oh, ich habe nur noch eine Sicht, ey. Die wollen so wahrscheinlich auch, dass wir die aufbrauchen. Ich weiß nicht, ob wir gerade einfach weiterrennen sollen. Und neu. Komm, wir rennen weiter, Alter. Wir rennen weiter. Ich schau jetzt noch einmal, wo sie sind. Und dann, wenn wir sie wissen. Und dann rennen wir in die Richtung vielleicht. Und dann nehme ich unterwegs Muni mit und dann können wir vielleicht irgendwo anders kämpfen wieder. Und dann gehen wir wieder da, wo der Boss war, okay? In Richtung. Da kann man sich gut verschanzen. Ja. Gut, also ich schau jetzt mal. Okay, einer ist hier, der andere ist hier. Dann laufen wir, komm. Aber die können uns vielleicht hinten vielleicht reinfließen. Obwohl, nee, sieht. Ja. Schauen wir mal. Den Muni kann ich fast nicht aufnehmen. Achtung! Feuerteufel!
Oh nein. Das kann, muss ja jetzt sein. Ich habe gerade keine Waffe in der Hand. Erstickungsbombe, Moment. Zünde! Alter! Oh ja! Oh. Wo ist die Spritze? 777. Ins Maisfeld. Oh, die Spritze ist auch gerade Gold wert gewesen. Wir dürfen uns nicht trennen. Ich bin im Maisfeld noch. Wir müssen. Ah, gut, jetzt wissen wir ja nicht, wo die sind, ne? Ne. Alles gut, wir müssen. Oh nein! Was? Da ist noch ein Feuerteufel. Oh, warte. Ja, gut, jetzt zählt mal. Ich habe jetzt Schlagring ausgewählt kurz. Vielleicht können wir außenrum. Moment, wir müssen hier. Ist aus? Ist ausgerastet? Dann läuft hinterher. Er läuft hinterher. Dann in Schutz gehen. Und die Frau ist auch noch da. Warte, ah, lebt ja noch. Frau. Ja, die muss halt schießen. Komm mit. Wir sind richtig, wir müssen da jetzt rein, dass du nochmal die Sicht hast. Scheiße, das ist offen. Eieieiei. Dann laufen links halt, Richtung links, also links im Gebüsch ein bisschen. Ja. Da ist noch ein Feuerteufel, Achtung, rechts. Alter. Wo? Rechts. Ja gut, einfach weiterlaufen, die treffen uns nicht. Ich laufe ein bisschen zickzack, damit sie nämlich nicht schießen können von hinten. Ja. So, jetzt schnell da rein. Wenn jetzt noch andere Spieler da sind, sind wir voll am Arsch, Alter. Ich hoffe, dass es echt die letzten Spieler sind. So, da jetzt ganz schnell rein. Boah, ich glaube, so eine actiongeladene Runde hatten wir noch nie, ey. Holy shit. Wow, fuck. Falle. Ja gut, wurscht. Ich aktiviere den gleich wieder. Nimm okay. Das Ding. Wo ist denn die? Dass sie die, die Beute nicht geholt haben, ist für mich ein Rätsel. Soll ich schon mal kurz? Warte, gleich. Ja, die sind da. Hier, in der Richtung, in dieser. Also ich bin hier gerade ein bisschen im Vorteil mit meiner Kettenpistole. Warte, ich hab, Ding, ich hab hier ja... Hier ist Ding. Offen. Wo ist, ja, warte, kurz. Hier ist aber auch Munition. Scheiße, das habe ich schon alles. Nein, nicht öffnen! Oh. Achtung, bei der Tür ist Stahl-Ding. Wo noch? Hier. Noch irgendwo? Ja. Ah! Ja, hier ist was zum Heilen. Da ist ein Fenster, Vorsicht, ne? Vorsicht, Fenster, ja. Noch irgendwo? Ich nehme mal lieber die Pistole jetzt in die Hand, nicht dass sie jetzt müsste. Oben, es war doch noch irgendwo diese scheiß. Achtung, hier ist die Tür, nicht dass die uns mal irgendwie durch die Dinge erwischen. Kann ich hier, wie schaut's hier aus? Zu. Ah, da! Da ist noch sowas hier, da tue ich auch schnell so eine Falle hin. Vorsicht! Ah, die haben was von oben! Die haben hier Gift drunter geworfen. Wo? Oben, pass auf, oben hier nicht reinrennen, ne? Hier ist noch eine Tür. Hier ist Muni. Oh, geil. Vorsicht, die haben durchgeschossen, die haben hier gerade durchgeschossen. Wo? Okay. Achtung, passt überall wegen Fallen auf. Pass auf, ne? Die kommen von hier oben hier runterkommen. Wo? Von wo? Ach, da. Wo das Giftzeug ist gerade. Ja. Da müssen wir eigentlich das einzige Punkt, wo wir hingucken müssen. Weil das andere ist alles verbarrikadiert. Da hinten hast du überall. Wow. Normalerweise schon. Also, die kommen nirgendwo rein, ohne Schaden zu nehmen. Oder dass wir es hören. Oben. Boah, ich habe Angst, dass da wieder irgendein Schlitz ist oder so. Ja, darum laufe ich immer ein bisschen rum jetzt. Aber die schießt immer wieder dadurch. Ich habe halt Angst, dass ich auch, wenn ich rumlaufe, dass ich eigentlich relativ safe bin und dann irgendwo um die Ecke laufe, wo die dann durch irgendeine Windschutzscheibe oder so reinschießen. Ich hoffe, dass ich echt. Da hinten hast du wirklich ein. Ne Ding hingetan, ne? Was, wo? Komm mal kurz her. Da hinten? Da?
Da am Fenster und rechts von der Tür, ja. Okay. Du hast noch 4 Ladungen, oder? Ja. Ich überlege, ich suche noch alles ab, ob hier irgendwo. Hier ist eigentlich nice zum Verstecken. Wow. Da können sie mich nicht durchschießen. Alter, wie lange bleibt eigentlich diese Giftwolke da? Zwiebel, ne? Aber ist doch eigentlich gut für uns, oder? Ja. Ja. Wenn die weg ist, müssen wir es unbedingt checken, weil. Achtung, genügt. Von oben wieder. Kam von oben. Aber ist gut, dass die alles verschwenden. Komisches Geräusch. Hast du auch schlechte Geräusch gehabt? Es geht. Viel gelaufen. Sie sind safe oben. Also ich soll euch mal gucken, wo die sind. Ja. Mal kurz noch. Beide. Einer ist da und einer ist da hinten ungefähr. Also die haben sich beide ein bisschen so. Aber beide sind oben. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Oh Moment, ich kann da ein bisschen hoch. Schon. Ah. Aber nichts, riskier nicht, dass du da hochschmeißen willst, dann kriegst du einen Headshot, weil nee, sie in dem Moment runterschießt. Ich ziel gerade nach oben. Komm schon, schau nach unten oder sowas, komm. Boah, ich hört sich wieder nach Terrasse an. Vorsicht nicht, dass du irgendwie durch ein Fenster oder Türfenster oder so erschossen werden kannst. Oh, die springen irgendwo rum? Nee, das war ich. Ja, laute Schritte, komm. Boah, fuck, Alter, das ist so eine spannende Runde. Das ist so heftig, Alter. Warte, wie viel Zeit haben wir noch? 30 Minuten, jawohl. Gut, also die Giftwolke bleibt anscheinend standardmäßig ganz weiter. Ehrlich, da haben die sich aber mal ordentlich verkackt. Ich glaube, die wollten sie runterschmeißen und die ist irgendwie oben. Irgendwie. Vor allem, das könntest du da auch, glaube ich, nicht mehr so richtig runterschauen. Eigentlich hat sich alles, was ich mitgenommen habe, bis jetzt echt relativ gut ausgezahlt. Oh, die sind direkt über uns, ey. Die kommen, lauf halt mal zur Treppe hin. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob einer sogar noch einer draußen ist auf der Terrasse. Ich bin mir nicht sicher. Also, das ist echt übel, ne? Also, die Wurfmesser haben sich ausgezahlt. Die normale Heilspritze hat sich mal ausgezahlt. Ja, einer ist gerade hier vorbeigelaufen, glaube ich. Am Fenster habe ich es gesehen. Ja gut, aber eigentlich ist es echt gut, dass er von oben nicht runterkommt. Also wenn sie irgendwo reinkommen, verlieren sie erstmal Leben, normal. Nee, das ist kein Leben, sondern das ist nur das Feuerwerk. Wir wissen dann nur, dass es irgendwo reingegangen ist. Also, weil du hast ja nicht dieses Stolperdraht fallen eigentlich. Glaube ich. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du es nicht. Er war ein Stolperdraht fallen doch. Oh, das Gift ist weg. Oh, okay. Also ab jetzt können sie theoretisch von oben runterkommen. Aber es wäre ziemlich dumm, also ich glaube nicht, dass sie die Leiter nehmen. Ja, einfach runter. Wenn sie runterspringen, macht es auch viel Schaden. Oh! Irgendwo? Ach, die haben da Stacheldraht voll. Hier hat's ausgelöst. Glaube ich, oder? Nee. Hier. Hier ist die Tür offen. Die war schon immer offen. Warum ist sie offen? Hab einen! Tot! Liegt oben! Ich komm. Liegt oben? Ja. Ach, die haben da Stacheldraht. Hä? Die für. Jawohl, endlich das passiert, was ich gehofft habe. Dass... Kann ich den verbrennen? Komm ich da hoch? Den wieder tot, glaube ich. Aber es lebt ja noch einer. Wiederbeleben ruhig. Achtung! Hä, was ist das? Wow. Soll ich da mal Brand hochschmeißen? Keine Ahnung. Oder soll ich die aufbewahren? Du kannst irgendwas machen, wenn du möchtest, ja. Oh, was war das? Das war ich. Irgendwas ausgelöst. Bist du das? Ja, das habe ich gemacht. Vielleicht erwische ich ja die Leiche, weiß ich nicht. Warte, wo war das Heilen gleich wieder?
Hier. Moment, scheiße, wo bin ich? Ich kenne mich gerade. Pass auf, ne, weil hier ist ein Fenster, ne? Ich wollte es dir nur gesagt haben, ne? Weil du immer da so stehst. Das ist ein offenes Fenster. Ja, ich hab's gerade nicht so gecheckt. Da ist auch noch ein Fenster. Da ist keine Falle. What? Shit. Aber da hört man das Glas normalerweise, wenn sie da durch. Da ist die Tür. Die würde ich aber gerne zumachen irgendwie. Hä? Ich weiß nicht. Du hast noch 30, ne, so? Ja. Schau nur mal bitte nach, ob jetzt nur noch ein oranges Ding ist oder ob der andere. Das wäre interessant zu wissen. Weil ich höre jetzt aktuell nur noch einen Schritt. Ah, die waren entweder. Ne, ist einer und der ist direkt hier über mir. Das warst du nicht du, oder? Nee. Ich hab nochmal die Tür geschlossen, keine Sorge, war ich. Also der ist direkt ja, über mir. Ja, ich höre es auch. Und hier wäre übrigens Leben gewesen, wenn es ist. Ja, ich hab gerade geheilt. Ah, ich bin so froh, dass mein Plan aufgegangen ist, dass nach oben schon sich gelohnt hat. Ah, ich überlege gerade, ob ich da so ein Dynamitbündel da mal hochwerfen soll. Ich kann ja mal. Ja gut, ich habe nur noch eine Sicht, ne? Ich weiß nicht, ob der andere jetzt noch lebt oder nicht. Aber den. Theoretisch, wenn er den wiederbelebt, müsstest du den anderen killen können, oder? Ist das dein Dynamit? Ja, ich bin. Oh, glaube ich, habe ich schon überwacht. Ich habe ihn erwischt, glaube ich. Was? Also irgendwie. Irgendwas ist. Habe ich da erwischt. Ich weiß nur noch mal. Ja. Bleib weg. Es kann sein, dass ich wieder runterfällt. Nichts getroffen. Hier ist offen, aber mit Stacheldraht und so. Theoretisch könntest du hier jetzt die Falle nehmen und umplatzieren. Ich schütze dich. Stimmt, ja. Das war immer noch oben, glaube ich. Hab's sie? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich die hinlegen soll. Da, wo es doch offen war, hast du noch gesagt, oder? Nee, das war Irrtum. Ich habe nur die Tür gemeint. Achso. Eigentlich sind wir jetzt im Vorteil, jetzt ist er nur noch allein eigentlich. Ah ne, ja, oben, stimmt, da ist noch, da ist nichts. Ja, stimmt, da könnte reinkommen durchs Glas, aber da hören wir halt das Glas, wenn er das Glas schmettert. Das ist ja kein, macht ja keinen Unterschied. Achso, durchs Fenster. Durchs Fenster Glas. Ist, ja. Leute, da liegt eine zweite Falle, hast du die gelegt? Oh, Mann, ja, ich habe. Hey, hier liegt ja eine Leiche. Oh. Ausgebrannte lol, dass es mir jetzt erst auffällt. Lol. Das war meine. Liegt dir nix. Aber scheint immer noch oben zu sein wahrscheinlich, oder? Ja, ich will wahrscheinlich auch nicht runterkommen, das wäre ja schön doof. Ich darf auch nicht runtergehen. Ja. Ah, wir sind eigentlich theoretisch jetzt im Vorteil, dass wir zu zweit sind, aber im Nachteil, weil... Ja, weil er oben ist, wie sollen wir da hochkommen? Ohne die Leiter hochgehen oder sonst was. Gut, wie ich könnte rausgehen. Nee, auch wenn wir jetzt uns entfernen. Er bleibt da trotzdem da oben. Hey, ist er noch nicht. Kann vielleicht dann in den Rücken schießen oder so. Weil es ist, glaube ich, kein Gebäude in der Nähe, wo man sich gut verstecken kann irgendwie, oder? Wo man... da... Nee. Ich weiß noch nicht, was ich da mit der Bombe hier mache. Ah, wir müssen aber geduldig sein. Wir müssen geduldig sein. Ja, ja, das sowieso. Ich überlege gerade, ob ich ob einer raus. Uah, da kann ich ja hinkommen. Ob einer. ich weiß nicht, ob einer rausgehen soll und vielleicht zu versuchen, so ihn anzugreifen von oben. Aber ist halt scheiße, wenn er dann stirbt, ne? Weil dann liegt der oben. Ja, nee. Das wäre halt mega doof, ne? Weil das ist dann, wenn ich da oben liege. Wenn ich dann oben liege, ist das einfach nur eine Scheiße. Und wegrennen? Weiß nicht, müssen wir fast, weil der wird auch einfach nur auf Zeit spielen. Der wird so lange, wir müssen fast was machen. Ja, aber um dieses Gebäude rum. Kommen wir irgendwo hin, wo man sagen kann, er kann uns doch nicht. Weil egal wo wir jetzt rausgehen, glaube ich, er kann uns irgendwie in den Rücken schießen. Ja, das stimmt leider. Wir können ja, glaube ich. Wir können ja da, glaube ich,
Da rechts eventuell. In dieser Richtung, wenn wir in diese Richtung rennen. Nee, das ist glaube ich da genau. Ist viel. Fall. Ich weiß ja nicht, wie du da hochkommst, ohne wenn du nicht die Leiter benutzt. Ach da, das ist auf dem Dach, ach so. Wo liegt denn eigentlich die Leiche von dem? Ist die echt? Direkt neben der Leiter eigentlich, Glück gesagt. Wenn er versucht zu wiederbeleben, kann man aufschießen. Also die haben jetzt Glück gesagt zweimal gekillt. Also wir würden wieder versuchen wiederzubeleben, denke ich. Wenn die nicht ausgebrannt ist. Naja, aber er hat es jetzt nicht mehr versucht. Also ja, gut, aber irgendwann wird es vielleicht. Weil er gecheckt hat, dass es blöd ist. Ja, das kann sein, aber der ja, das ist das Problem. Wenn wir jetzt eventuell abhauen wollen, dann sind sie wieder zu zweit eventuell. Mhm. Aber gut, der wird es genauso machen. Ja, das ist jetzt scheiße. Fuck. Vor allem, der sieht ja, wenn wir rausgehen. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Aber wir haben es vorhin auch gegen einen verkackt. Also echt aufpassen. Vor allem, na gut, Hauptwaffe hast du ja wieder Munition, ne? Bisschen, ja. Apropos, stimmt, die könnte ich mal nachladen. Ah, die habe ich, oder? Habe ich die nachgeladen? Ne, die könnte ich mal nachladen. Stimmt. Ich überlege echt irgendwo rauszugehen, ey. Und vielleicht irgendwie hintergehen und dann... Weil wenn er oben bleibt, können wir ja trotzdem... Das ist... Ja. Man könnte versuchen, dass einer rausgeht, der andere aber hier drin bleibt, ne? Und einer von unten hinschießt. Und wenn ich sage, ja, ich kämpfe gegen ihn oder sonst irgendwas, könnte der andere hochklettern über die Leiter und ihn angreifen. Oder wenn er dann versucht, wenn er denkt, wir laufen weg, dass er dann versucht, sein Mate wieder zu beleben, dass du dann den nächsten killst. Boah, ja. Das ist riskant irgendwo, aber... Aber irgendwas müssen wir machen, ja. Du hast ja zwei Sichten jetzt noch, ne? Eine, oh Gott. Hier könnte ich sogar rausklettern, ohne dass es hört, theoretisch. Hier ist ja eigentlich eine Tür. Wo kommen wir da eigentlich hin? Kletterst du gerade irgendwie durch Tür durch und schaust mal? Nee, ich habe eine Tür. Ja, ich habe eine Tür geöffnet, ja. Alter, der ist hier drin, sind wir so einverbarrikadiert, das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Du hast gerade eine Falle aufgestellt, oder? Ja, eine Falle habe ich nochmal aufgestellt. Jetzt mache ich die Tür zu, vor dieser Tür lege ich nochmal eine Falle hinten. Na gut, der wird aber nicht angreifen. Ich überlege jetzt aber, ob ich jetzt hier echt rausgehe. Gut, dann kontrolliere ich da hier die Leiter. Du hast ja die Sicht, du könntest da dann nochmal kurz theoretisch wäre, wo du dann ungefähr hinziehen müsstest. Ich bin kurz raus. Weil er läuft gerade auch gar nicht rum gerade. Ich hab noch nicht geguckt. Ich bin draußen und schleich gerade draußen rum. Ah, dann hat er gerade die Sicht gemacht. Ich überlege gerade, ob ich einfach hinterlauf und dann von dort aus aufs Dach schieß. Du könntest ja mal schon, wo er ist und nicht, dass du irgendwie... Aber das ist meine letzte Sicht, ne? Ja. Oh ja, der ist direkt über mir, also hier ist er. Der hört mich, dass ich draußen bin. Ja, er läuft gerade, ja. Er läuft dir hinterher, er weiß, wo du bist ungefähr. Ja, ich glaube auch, dass er mir hinterher läuft. Naja, der läuft mir hinterher. Wohl. Nee. Er ist wieder über mir. Sicher? Ja. Er schaut die ganze Zeit mit der Sicht nach. Das höre ich. Also wenn du jetzt bei deiner Länge... Jawohl. Das geht ja langsam eventuell wieder in deine Richtung, glaube ich. Das geht ja wieder nicht. Oder schleicht. Ich muss halt auch erstmal die Gegend abaimen, wo ich mich verstecken könnte, beziehungsweise... Aber hinter dem Gebäude ist eigentlich erst dieser Baumstamm, ne? Wo man ja auch auf...
Glaubst du, du kannst dich da hochschleichen, Evan? Weißt du, wenn du. Hörst du ihn einmal noch kurz? Ich dachte gern dahinter laufen. Nee, ich höre gerade nichts. Er tut wahrscheinlich schleichen oder. Er bleibt gerade stehen, keine Ahnung. Weil da wäre auch eine Leiter, wo ich hochklettern könnte, aber. Oh nee, das. Und nee, ich könnte hinterlaufen zu Kisten und dann vielleicht versuchen hochzugucken, aber. Ja. Das ist halt. Ich habe Angst, dass direkt über mir steht und wartet, dass ich da langlaufe. Ja. Das ist das Ding. Jetzt. Bist du gerade gesprungen? Ja. Wenn ich jetzt, aber wenn er mich dort killt, dann ist voll vorbei, dann musst du fast auch was tun. Ja, dann ist es vorbei. Also soll ich es probieren, weil wir haben keine Zeit mehr, ich muss was machen. Ich laufe jetzt. Er schaut gerade wieder. Ich bin hinten bei den Kisten. Ja, er schaut immer noch. Er ist immer noch bei mir. Er schaut. Er bewegt sich. Also ich bin weggelaufen, also ich bin jetzt relativ weit weg. Er ist bei mir noch oben. Er läuft bei mir rum. Scheiße, es müsste einmal zu mir kommen, dann könnte ich ihn voll erwischen, ey. Er schaut. Also er kann sich auch nicht mehr so frei auf dem Dach bewegen, weil ich habe das Dach relativ gut im Sicht. Okay. Er ist immer noch bei mir. Das gibt's doch nicht, wo ist der denn? Enden bitte nicht. Die Frage ist jetzt, ich könnte eigentlich theoretisch zu dir laufen, oder du könntest mich eigentlich decken. Warte, ich muss hier erstmal die Gegend. Also ich glaube, er hat es noch nicht so richtig gecheckt, dass du, glaube ich, draußen bist. Oh, Feuerteufel! Er läuft zu dir! Er läuft in deine Richtung. Ja, alles gut. Da war ein Feuerteufel. Jetzt weiß er, dass er draußen ist. Ja, wegen dem scheiß Feuerteufel, ich hab den nicht gesehen. Kommt er direkt zu mir, ist oder? Ist er wieder bei mir? Okay. Ich muss mich kurz heilen, weil ich habe keinen Bock da. Aber warte, ich nehme die Spritze, weil die nehme ich seltener her. Na, kannst du theoretisch das Dach up-aimen in der Richtung, wo ich dann vielleicht zu dir laufe? Hä? Das hat's abgebrochen. Achte ein bisschen, was er da macht. Ich habe keinen Bock, dass er plötzlich vor mir steht. Also könnte ich jetzt theoretisch in deine Richtung laufen? Warte, noch nicht. Ich achte ein bisschen auf. Ich weiß halt nicht, wo er auf dem Dach ist. Ah ja, ich sehe ihn. Haben wir erwischt. Jetzt könntest du irgendwas machen. Er konzentriert. Oh, du läufst jetzt genau in die Richtung, wo ich kämpfe, ne? Aber er könnte auch runterspringen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht. Warte. Schön. Ja, er wird sich gerade heilen wahrscheinlich. Bleib da ruhig, wir müssen machen. Getroffen habe ich. Fuck, okay, warte. Aber wir müssen was machen, die Zeit ist aus. Ja. Du kannst zu mir versuchen. Ja, ich sehe ihn. Er kommt runter bei der Leiter, ich glaube zumindest. Oder will ihn wiederbeleben, ich bin mir nicht sicher. Nein, ich hab's eigentlich noch im Blick. Shit, wo ist der? Der spielt so auf Zeit. Ich glaube, der will unbedingt, dass wir die Wolke nicht kriegen. Ich laufe jetzt zu dir, okay? Du musst mich da ein bisschen decken. Wenn ich jetzt wüsste, wo der andere lag. Ich kann dich gerade schlecht decken, ne? Jetzt geht's wieder. Ah, das ist schlecht. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Okay, ich lauf zu dir. Bist du da? Ich bin da. Sag mal laufen. Leute, was ist mit der Map los? Die ist bei mir voll verbuggt. Du musst mich führen. Ich sehe die Map nicht. Lauf da oben. Wow. Ich hoffe, das ist jetzt kein Ach, da lang.
Richtung 60 Grad einfach hoch. Oh, du bist so weit vorne, ey. Wenn der mich erwischt, dann... Okay, jetzt. Jetzt gäbe es zwei Optionen. Entweder du den anderen wiederbeleben und die rennen uns hinterher und wollen uns dann noch irgendwie killen, wenn wir beim Ausgang sind. Oder er rennt uns direkt hinterher oder wir werden auch nur zum Ausgang laufen. Du hast keine Sicht mehr, ne? Nee, ich habe gar keine Sicht mehr, ne. Ausdauerspritze wäre es jetzt. Ja. Boah, wir laufen so gefährlich eigentlich. Ach, hier haben wir gekämpft. Hier sind wir zurückgelaufen, ja. Ne? Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ich kann nicht mehr, keine Ausdauer mehr. Ich verstecke mich gleich in diesem Erdtupfel da. Ah, das ist das Boot! Komm, 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 durchlaufen. Wenn die eine Ausdauerspritze haben, bin ich voll am Arsch, ne? Du bist ja direkt hinter mir, oder? Vom Geräusch her. Ja, ja, ich bin schon nah hinter dir, aber... Ich fang schon mal an. Ja, fang du schon mal an. Wichtig. Töte alles, was da ist. Was für Viech? Ich fass es nicht. Geh raus da. Raus da, raus da, raus da, raus da. Fuck, 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 fuck. Ich bin gleich tot. Jetzt komm rein. In das Schiff. Ich muss Pistole nachladen. 5, 4. Komm schon! Schau links oder hart. Oh. Wow, was ist das? Ja! Boah, Alter, holy shit. Ja! Yeah. Fuck, was für eine Runde, ey. Was für eine heftige Runde. Stress! Boah. Stressfaktor holy pur. Holy lecker mir. Diese komplette Runde war einfach komisch. Die war krank, die war so krank. Die Leute da, dann sind sie wieder abgehauen. Die anderen haben gleich die Meuchler gekillt und sind raus. Dann hatte nur einer die Beute, den holen wir uns, den killen wir uns. Vor allem, wie er mich angeguckt hat. Das musst du ohne Witz, das musst du dann mein Video angucken. Ne? Der, du bist direkt vor ihm gestanden. Du bist hin und her gelaufen, vor ihm. Der hat dich beobachtet. Ne? Und ich guck so, hey, der sitzt ja da. Ne? Der hat wahrscheinlich auf mich gezielt und hat auf einen perfekten Schuss gewartet. Ja, das kann sein. Und ich habe ihn halt dann noch gesehen, weißt du, Gott sei Dank. Weil ich dachte mir, Gott sei Dank hatte ich da auch auf Tab gedrückt gehabt, ne? Weil sonst wäre ich vorne vorbeigelaufen. Nee, ich hab's ja in der Sicht gesehen, dass er eigentlich hier sein muss. Und jetzt war er dann... Oh, ich bin so froh, dass wir das überlebt haben. Dass die dann auch gleich da waren. Ich hätte ihn zwar noch gern gekillt, aber der irgendwie... Klar, der hat so auf Zeit gespielt, also dass der dachte, ja, wir müssen ja was machen. Hätten wir ja auch nicht anders gemacht, theoretisch. Naja. Zwei Jäger gekillt. Drei Jäger gekillt. Jäger. Ja, weil ich den einen doppelt gekillt hab. Ah ja, stimmt. Eins und zwei, ja, stimmt, ja. Aber dann haben wir auch vorhin keinen gekillt. Aber die waren alle besser vom Level? Nee, einer war gleich, glaube ich. Einer gleich, hab die anderen. Oh. Also, viel Zeit hoch ist es da nicht, ey. Meine Blutlinie hat gar nichts gebracht, ey. Leckt mich am Arsch. Nee. So eine Runde, dass die nicht belohnt wird, das ist schon was traurig. Und auch von den Punkten her richtig. Ja, schlecht möchte ich jetzt nicht, aber gut, eigentlich gar nicht. Nee, ja. War für uns persönlich eine geile Runde, aber punkte-technisch eher wenig. Ah, ich habe jetzt die Kettenpistole offiziell freigeschaltet. Sehr schön. Boah, aber was für eine Runde, ey. Die hat mich... Die war jetzt geil. Also die hat mich jetzt noch umgepusht. Die hat mich richtig fertig gemacht jetzt. Vor allem, wir waren jetzt eigentlich fast immer im Vorteil mit unseren Waffen. Ja. Wirklich. Aber da die Folge eh schon so lange ist, es ist ja schon fast jetzt eine Stunde, ne? Danke fürs Zuschauen und ich hoffe mal, dass die nächsten Runden auch so spannend werden. Anders kann ich sagen. Ja. Ciao. Ciao.